SharePoint-Podcast, Ausgabe 416 vom 27.01.2020. SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk. Am Mikrofon Michael Greth. Ja, zuverlässig wie fast jedes Jahrzehnt. Herzlich willkommen zur 416. Ausgabe des SharePoint Podcasts. Juhu! Ich hoffe, ihr habt mich nicht vermisst, obwohl ihr in längerer Zeit nicht da waren. Aber in 15 Jahren SharePoint Podcast, fast 15 Jahren SharePoint Podcast, habe ich gelernt, man muss sich nicht dafür entschuldigen, wenn man in längerer Zeit nicht online war. Man hat natürlich auch was anderes zu tun. Ich habe mehr Video gemacht, ich habe mehr Vorträge gehalten, ich war auf diversen Veranstaltungen und habe auch Livestreaming gemacht. Da ist natürlich dann nicht so viel Raum und Platz für das Podcasten. Nichtsdestotrotz wird es natürlich auch in diesem Jahrzehnt, im neuen Jahrzehnt, in den goldenen 20ern, diesen SharePoint-Podcast weitergeben. Und und ich freue mich, wenn ihr weiterhin zuhört und auch weiterhin Feedback gebt, wie das immer so läuft. Und natürlich gibt es auch wieder Interviews hier im Podcast. Eins gibt es heute, ein Gespräch mit Uli Boddenberg. Der war ja schon öfter mal Gast hier im Podcast. Uli macht ja seit einigen Jahren Intensivseminare on-premise, mittlerweile aber auch als Remote. Und über seine letzten Remote-Seminare im Herbst letzten Jahres, da habe ich mit ihm gesprochen. Denn was ich immer interessant finde, ist, wenn er die Seminare macht, da kommen ja eigentlich die Teilnehmer hin, die tatsächlich mit dem ganzen Stoff und mit den ganzen Materialien arbeiten, über die wir hier immer reden. Und da ist natürlich mal interessant zu wissen, was sind denn deren Hauptinteressenpunkte? Was bewegt die Teilnehmer? Was sind ihre Fragen? Was sind deren Erfahrungen? Und dazu habe ich mit ihm wieder ein Gespräch geführt. Kommt am Ende dieser Sendung. Heute ist der 27.10.2020. Und, Quatsch, 27.10., was rede ich denn für Quatsch? 27.01.2020. Und genau heute vor 10 Jahren ist ein Gerät vorgestellt worden. Und ich möchte heute kurz ein paar Worte dazu sagen, weil, hört einfach mal zu. Ich habe zum Jahresende natürlich auch Rückblick gemacht auf das letzte Jahr, macht man ja immer, aber da es nun am Ende eines Jahrzehnts war, auch mal so ein bisschen zurückgeblickt aufs Jahrzehnt. Wie haben wir eigentlich 2010 angefangen? Da war noch ein SharePoint-Server 2010, State of the Art. Heute sind wir komplett in der Cloud. Smartphones waren noch so gerade im Kommen. Und dann habe ich mir überlegt, was waren so eigentlich, wenn man mal zurückguckt, was war so das ultimative Teil oder der ultimative Software oder was ist so ganz besonders gewesen in diesem Jahrzehnt, was mich auch persönlich, ich sag mal, beeinflusst oder ja, die meiste Produktivität gehabt hat. Also, so, wisst ihr so, was war so der Überflieger? Naja, und wie ich so ein bisschen dann nochmal recherchierte, was ist denn so im letzten Jahrzehnt passiert, stieß ich dann eben auf einen Wikipedia-Artikel, wo unter anderem drin stand, dass heute, also am 27. Januar vor 10 Jahren, 27. Januar 2010, der liebe, gute Steve Jobs das iPad vorgestellt hat. Und ich las das natürlich auf meinem iPad, las ich den Wikipedia-Artikel. Und da dachte ich dir, ey, Moment mal, das iPad, was ist das für eine kleine Wundermaschine? Denn mittlerweile habe ich auf dem iPad eigentlich so gut wie alles, was ich für meine digitale Selbstversorgung brauche. Angefangen natürlich von E-Mail, von den ganzen Social-Media-Accounts, von Bildern, Bildbearbeitung, das ganze Videogeschichte mit Livestreaming, mit Videoaufnahmen, mit Bildbearbeitung, mit Videobearbeitung, der ganze Podcast, Deutschlandfunk-Applikationen mit den ARD-Mediatheken, mit anderen Mediatheken, mit Amazon Prime Video, mit, was soll ich noch aufzählen? Na, nicht zu vergessen, mit einer kompletten Microsoft-Palette von Apps, mit Word, Excel, PowerPoint, Yammer, Teams, SharePoint, Planner, Stream und mein neuer Liebling To-Do, OneDrive, OneNote, alles
auf diesem iPad. Alles darüber verfügbar, alles ganz easy zu bedienen. Und da dachte ich mir, tatsächlich, ach ja, dieses Ding hast du jeden Tag in der Hand, mit dem arbeitest du jeden Tag konsistent. Darauf liest du, da schaust du dir Videos an, da liest du Nachrichten, da gehst du ins Web mit. Und das ist es. Das iPad ist tatsächlich, ich habe es ja schon vor vielen Jahren gesagt, das iPad ist der beste Computer, den ich jemals besessen habe. Und das kann ich nur bestätigen. Und zwar so gut, dass er eigentlich quasi, dass ich es gar nicht mehr richtig wahrgenommen habe. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was wir heute gar nicht mehr so schätzen zu wissen. Oder vielleicht auch manch einen nicht mehr zu schätzen weiß, was man heute mit einem Smartphone oder auch mit dem iPad eigentlich für ein Wunderwerk an Technik in der Hand hat, was vor 10 Jahren ja schon mal so sie angedeutet hat, vor 20 Jahren ein bisschen Utopie war und vor 30 Jahren völlig undenkbar war, dass man sowas hätte. Man hat sich vorgestellt, irgendwann wird es mal kommen, aber kam nicht. Beziehungsweise doch, ist natürlich gekommen, Blödsinn. Ja, und insofern war das mein persönliches Highlight des letzten Jahrzehnts im Computerbereich, einfach das iPad. Wahnsinn. Genau, und diese Idee wollte ich mit euch teilen, weil ich fand, ja, nicht mehr diese üblichen Rückblicke und die Ausblicke. Was wird jetzt relevant im nächsten Jahrzehnt? Was wird auch im nächsten Jahr relevant? Ich sage euch mal, ein Thema, was super relevant werden wird im Microsoft-Umfeld, ist das Projekt Cortex, das Thema mit dem Wissensmanagement. Und damit können wir eigentlich auch gleich mal in die tatsächlichen Themen dieses Podcasts einsteigen. Denn auch, ihr werdet es kaum glauben, es gibt eine ganze Reihe von Themen, die ich mit euch heute hier mal besprechen möchte. Fangen wir mal an, wie üblich, mit den Terminen aus der Community. Und ganz uneigennützig spreche ich mal über einen Termin, der mich betrifft. Am 10. Februar. Das ist eigentlich heute in 2 Wochen, wenn ich das richtig sehe. Um 15 Uhr gibt es ein Webinar, das ich bei wissensmanagement.net mache. Das Thema Projekt Cortex, die Revolution für das Wissensmanagement in der Microsoft-Welt? Fragezeichen. Bitte achtet auf das Fragezeichen. Ja, ich werde mich mal mit dem Projekt Cortex beschäftigen und mit dem Thema Künstliche Intelligenz auf Microsoft 365 und euch da mal einen kleinen Überblick geben, worum es da eigentlich geht und auch meine Sicht der Dinge mal darstelle, was ich davon halte, was ich mir davon erwarte und wo vielleicht auch das ein oder andere Risiko liegt, was man dabei berücksichtigen muss. Projekt Cortex, ich denke mal, jeder von euch hat das zur Genüge mittlerweile gehört, wurde ja vorgestellt auf der Microsoft Ignite im November. Es geht darum, mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz auf dem Office-Graphen aufsetzen, Informationen aus dem ganzen System herauszuziehen und den Benutzer in Form von Topic-Cards, von Webseiten an jeder Stelle zu präsentieren, wo er die Informationen vermutlich gerade brauchen könnte, möchte, würde. Plus der Möglichkeit, AI-gesteuert selber kleine AI-Prozesse zu konstruieren. Ich sag mal so, Metadaten haben mich schon seit der ersten Version von SharePoint fasziniert und beschäftigt, weil wir immer gewusst haben, wenn man anfängt, bestimmte Kategorisierungen auf Dokumente und Informationen zu bringen, dann hat das einen gewissen Wert, wenn die Suchmaschine darauf reagieren kann und gewisse Relevanzen dazu darstellen zu können. Über die Jahre ist natürlich so die Qualität und die Art und Weise, wie die Verarbeitung von Suchergebnissen oder von Inhalten in SharePoint durchgeführt worden ist, immer verbessert worden. Aber wie wir alle wissen, es ist schwierig mit der Darstellung. Es war immer eine Riesenschwierigkeit, die Metadaten durch die Benutzer erfassen zu lassen und so weiter und so fort. Und insofern halte ich das Projekt Cortex, um es mal nur als kurzen Anreißer zu geben, für einen ziemlich spannenden Ansatz. Und ich vermute mal, wenn das richtig gemacht wird, könnte das gut klappen. Ne? Und das wollen wir uns dann mal in diesem Webinar angucken. Also 10.02.2020, 15 Uhr, wissensmanagement.net. Der Link zu der Veranstaltung, zu dem Webinar, den findet ihr natürlich in den Shownotes zu diesem Podcast auf sharepointpodcast.de oder im Community-Kalender auf sharepointsocial.de. Da gibt es ja nicht nur die Webinar-Termine, sondern da gibt es auch die ganzen Termine von den User-Groups, von den Meetups, von Konferenzen, Veranstaltungen und so weiter und so fort. Aber wem sage ich das? Ich habe euch ja schon die letzten 180 Episoden mit dieser Seite hier und mit dem Terminkalender genervt. Also das müsste ja mittlerweile drin sein. Und die Zugriffszahlen auf die Seite zeigen ja auch,
dass das tatsächlich auch genutzt wird. Freut mich, dass man nicht alles ganz umsonst macht. Egal. Da wir bei den Terminen sind, heute 27. Morgen, 28. Januar, da gibt es einen Teams Community Day. Werdet ihr vielleicht auch schon von gehört haben. Ich glaube, mittlerweile 13 verschiedene User Groups und Meetups in Deutschland haben sich in einer konzertierten Aktion zusammengeführt und veranstalten eine längere Abendveranstaltung von 18 bis 21 Uhr, so in der Regel. Manche fangen vielleicht ein halbes Stündchen früher an, manche gehen ein halbes Stündchen später auseinander. Und die schalten sich alle zusammen. Es gibt irgendwie ein oder zwei zentrale Vorträge, die quasi dann, ich weiß gar nicht, von wo die kommen, München oder Köln, glaube ich, ja. Von dort gibt es ein oder zwei zentrale Vorträge und dann gibt es noch lokale Vorträge. Ich weiß, dass mittlerweile schon einige Locations Wartelisten haben, aber es ist noch, glaube ich, genügend da. 13 verschiedene Locations, Teams Community Day morgen. Und worum geht's? Lasst mich überlegen. Teams. Soll irgendwas Neues von Microsoft sein? Soll irgendwie in den letzten Jahren recht erfolgreich gewesen sein? Und tatsächlich ist ja einer der Hype-Themen. Ich denke mal, neben Projekt Cortex wird es auch uns dieses Thema in diesem Jahr Teams ganz gewaltig beschäftigen. Also, geht hin. Ich glaube, ich habe es in den Social Media Kanälen gelesen, sind schon mehrere hundert Anmeldungen da. Also es kann richtig spannend werden. Ich selbst werde in Berlin teilnehmen und naja klar, ich nehme Kamera und Mikrofon mit und vielleicht können wir das einmal noch aufzeichnen. Vielleicht garantiert ein kurzer Livestream davon. Schaut mal auf, wo machen wir das denn eigentlich? Vielleicht auf LinkedIn. Mal gucken. Also gut, Teams Community Day morgen am 28. Januar. Weitere Community-Veranstaltung, das wird der SharePoint Saturday Bremen sein, der diesmal am 28. und 29.02.2020 stattfindet, also Ende Februar. Erster Tag eine Kombination aus Workshops und Vorträgen und der zweite Tag der klassische Vortragstag. Ein Workshop am ersten Tag finde ich besonders interessant und zwar Fabian Schütz, der bei der Otto Group, ich glaube in Hamburg, das ganze Thema Microsoft 365 maßgeblich mitbetreut, wird einen Workshop machen, die 5 größten Fehler beim Einsatz von Microsoft 365 Multiplikatoren. Das kann ich mir sehr spannend vorstellen. Ich weiß noch nicht, ob ich es zu dem Workshop schaffe, aber könnte sehr spannend werden. Ich selbst bin nämlich erst am Samstag dran mit einem Vortrag und das sage ich mal hier, das wird ein ganz besonderer Vortrag werden. Denn es wird der letzte Vortrag werden, den ich zum Thema Microsoft Stream und Video im Unternehmen halten werde. Zumindest der letzte Vortrag, den ich an einem Schalttag halten werde. Das der nächste in 4 Jahren. Ich weiß nicht, ob ich da diesen Vortrag nochmal halten werde. Ich werde über Video im Unternehmen sprechen. 10 Tipps, die man eigentlich berücksichtigen sollte, wenn man erfolgreich Video im Unternehmen machen will, mit Livestreaming, mit Kamera, Mikrofon, Aufzeichnung und so weiter und so fort. Auf spsbre.de, spsbre.de könnt ihr euch über das Programm informieren und könnt euch auch zum SharePoint Saturday noch anmelden. Da sind noch Plätze frei. Eine Woche später gibt es dann das ShareCamp in einem Revival am 7. und 8. März in Köln. Da könnt ihr euch auch noch anmelden, aber es gibt, glaube ich, noch eine Warteliste. Aber ich habe gehört, dass immer wieder von denen, die bereits reserviert haben, der eine oder andere wieder zurücktritt, sodass man dann von der Warteliste noch nachrücken kann. Und außerdem ist man, glaube ich, noch dabei, vielleicht noch etwas mehr Kapazitäten zu schaffen. Also ich glaube, 150 Tickets sind schon weg. Und SharePoint Camp ist ja immer schon ein Barcamp gewesen. Also da kann jeder auf die Bühne gehen und seine Erfahrung mit der Community teilen. Wird also wieder ganz spannend. Toll, dass sich jemand darum gekümmert hat, dieses Kleinod in unserem SharePoint-Community-Land wieder zum Leben zu erwecken. Ich selbst werde auch dabei sein und ich habe mir sogar Verstärkung mitgebracht, nämlich den Christoph Müller und der andere von euch, der nicht nur diesen Podcast von mir hört, sondern auch die SharePokalypse hört, der kennt den Chris natürlich, weil wir machen schon seit fast 5,5 Jahren die SharePokalypse und wir werden mal gemeinsam einen Vortrag machen, beziehungsweise wir haben uns überlegt, wir wollen einen Fuck-up-Vortrag machen. Ja, was ist das denn wieder? Wir hätten gerne mal ein paar Fails diskutiert. Wo habt ihr bei der digitalen Transformation, bei der Umsetzung von Microsoft 365, bei SharePoint
echt Schwierigkeiten gehabt? Wo ist was schiefgegangen? Wie habt ihr das Problem gelöst? Wo sollte man euch unterstützen? Wie kann man dabei unterstützen? Und sowas wollen wir diskutieren, indem wir mal verschiedene Fälle vorstellen und dann einfach mal vielleicht ein paar Kommentare zu abgeben. Wenn ihr also da was beisteuern wollt und auch der Veranstalter seid, dann schickt mir doch einfach mal eine Info. Dann würde ich gerne Kontakt mit euch aufnehmen, damit man das vielleicht vorab schon mal abstimmen kann. Das können wir uns ganz gut vorstellen. Wir wollen das wahrscheinlich gerne aufzeichnen für die Sharepocalypse oder für unseren Podcast. Das kann ganz gut passen. Und ich überlege auch, ob ich nicht noch eine Session mache. Ich habe so viele interessante Vorträge über die künstliche Intelligenz und die Geschichte der künstlichen Intelligenz gelesen und gehört und gesehen. Vielleicht mache ich da mal so ein Deep Dive in das Richtige. Könnte auch ganz gut sein. Also, 7. und 8.3. 2020 in Köln, das Sharecamp. Falls hier interessierte Hörer von Microsoft-Partnern oder Partnern mit dabei sind, die mich immer wieder mal fragen, wo kann man denn mal auf einer Community-Veranstaltung was ausstellen oder was unterstützen? Das sind zwei Veranstaltungen, wo noch Sponsoren gesucht werden. SharePoint Saturday Bremen und das Sharecamp. Und auf beiden Seiten findet ihr Informationen, wie ihr dort euch eventuell mit beteiligen könnt. Solche Community-Veranstaltungen brauchen immer fleißige Sponsoren, damit das Ganze auch läuft. Denn für die Teilnehmer ist das ganze Jahr kostenfrei. So, zwei Terminhinweise noch. Einmal natürlich auf unseren Community-Terminkalender. Da findet ihr nicht nur die Webinare und die Community-Veranstaltungen, sondern auch Kongresse und Meetups und User-Groups. SharePointSocial.de unter Termine. Da findet ihr alle Infos dazu. Und ich habe noch einen Blick auf eine Webinar-Serie, die jetzt im Februar startet, und zwar am 6. Februar. Veranstaltet wird diese Webinar-Serie von der N-Team, unserem lieben Partner aus Berlin. Und man kümmert sich in dieser Webinar-Serie, die dreiteilig ist, mal um das Thema Microsoft 365 Security. Ich finde es immer wieder interessant oder merkwürdig, wie wenig doch tatsächlich, wenn ich mit Teilnehmerveranstaltungen und so weiter rede, wie wenig eigentlich darüber bekannt ist, was für Security- und Sicherheitsfeature eigentlich Microsoft 365 mittlerweile bietet. N-Team wird sich in dieser Webinar-Serie mal mit drei verschiedenen Aspekten dabei von beschäftigen. Einmal mit dem Thema Device Security, das kommt am 6.2., da geht es darum, wie man die Geräte, die man hat, gegen Angriffe schützen kann. Am 13.2. geht es um das Thema Account Security, also mit welchen Möglichkeiten man den Zugriff auf seinen Account sicherstellen kann und wie man Hacker und Cyberattacken sozusagen abwehren kann. Und im dritten Teil, am 20.2., geht es um das Thema Information Protection, wie man die Daten und Informationen an sich in diesem System schützen kann. Und es ist wirklich, gerade auch mit dem Blick zurück ins letzte Jahrzehnt, was hatten wir vor 10 Jahren noch mit Information Rights Management und so weiter, was alles irgendwie ziemlich kryptisch und kompliziert war. Und wenn man heute mal auf diese Microsoft 365 Security-Schiene guckt, ist es schon ziemlich, also finde ich immer wieder beeindruckend, wie einfach das zu handhaben ist und wie viel da heute eigentlich auch schon möglich ist. Wie gesagt, diese Webinar-Serie kann ich euch nur empfehlen, um euch mal in diesem Thema einen Überblick zu verschaffen. So, das aber jetzt genug mit den ganzen Themen. Terminen, sage ich. Wir schauen mal weiter auf noch so ein paar Dinge, die ich gesehen habe. Ich habe unheimlich viele Dinge gesehen in den letzten Monaten. Also meine Linkliste ist recht voll. Und ich glaube, ich muss das mal in den nächsten Wochen mit ein paar verstärkten Podcasts abarbeiten. Eines hatte ich schon angekündigt, dass ich mit Gernot Kühn ja schon seit vielen Jahren die SharePoint-Sendung mache. Und dass wir uns definitiv auf die Fahne geschrieben haben, jetzt jeden Monat wieder eine Sendung mindestens zu produzieren. Morgen sitzen wir vor dem Teams Community Day wieder zusammen und bauen die nächste Sendung. Aber wir haben auch im Oktober, November und Dezember jeweils eine Sendung produziert und die könnt ihr euch gerne nochmal ansehen, weil die Themen, die da drin sind, auch etwas zeitlos sind. SharePointSendung.de ist der Link und da weise ich einfach nochmal darauf hin.
So, zwei Themen, die in den letzten zwei Wochen hier richtig kräftig durchs Microsoft 365 Blätterwald, durch den Blätterwald gerauscht sind, ist einmal Bing, der Edge-Browser ist da, basierend auf der Chromium Engine. Und ich habe ihn mir auch schon mal installiert. Ganz ehrlich, ich habe jetzt noch nicht so die Zeit gehabt, irgendwie rauszufinden, ja, soll ich jetzt ab sofort auf Edge alles machen und meinen Chrome-Browser weglassen und so weiter. Ein paar Sachen haben mir gefehlt, weil ich habe im Chrome da so ein paar Extensions drin. Die müsste ich mir jetzt irgendwie erst in den Edge installieren. Das scheint jetzt irgendwie auch ist Mühsal, den ich jetzt nicht unbedingt durchführen brauche. Was ich gehört habe, gelesen habe, ein Vorteil soll sein, dass wenn man noch irgendwelche Applikationen hat, die Internet Explorer voraussetzen, dass man das jetzt mit dem Edge sozusagen integriert machen kann. Kann ich jetzt aber nicht genau beurteilen. Jedenfalls denke ich mir, das werden wir in diesem Jahr auch noch mal häufiger hören. Vielleicht setzt der sich ja dann doch in der Microsoft-Welt durch. Und wenn es nicht freiwillig geht, vielleicht setzt Microsoft so ein bisschen die Daumenschrauben dazu an. Vielleicht ist die Vermutung nicht ganz unbegründet, denn ein anderer Artikel, der auch in den letzten anderthalb Wochen Aufregung verursacht hat, ist die Tatsache, dass Microsoft auf Office 365 Pro Plus in Kürze Microsoft Search in Bing als Default Search Engine im Google Chrome Browser installieren wird. Das kann man irgendwie mit PowerShell-Skripten oder sowas abschalten, aber es scheint dann sozusagen die Default-Installation zu sein. Das hat schon mal so ein bisschen Kritik hervorgehoben, aber schaut euch mal den Artikel an, den ich dazu vernetzt habe, was dabei kommt. Bin gespannt, also wenn das rauskommt, werde ich mir das auch natürlich mal angucken, ob das tatsächlich andere, bessere, verbesserte oder besser in die Office 365-Umgebung integrierte Suchergebnisse geben wird. Ich habe das ja schon auf verschiedenen Vorträgen gesehen. Das war ja auf der Ignite, waren das ja schon mal Vorträge, die gezeigt haben, wie das so geplant ist, dass man eben nicht nur die Webergebnisse sieht, sondern auch noch aus dem internen Netz die entsprechenden Dokumente oder Kontakte und so weiter und so fort. Ja, ich bin gespannt, wie das aussieht. Mal gucken, wenn das dann auch in meinem Tenant mit aufschlägt. Aber ob das richtig ist, dass man es so standardmäßig einstellt. Wie gesagt, man kann es abschalten, lest den Artikel, da steht alles Weitere drin. Ein weiterer Artikel, den ich auch interessant fand, es geht um Teams und um die First-Line Workers, also diejenigen, die vor Ort sind, die eigentlich nur mobile Devices haben, die ich besser in das ganze Microsoft Office Kommunikationssystem mit integrieren will. Da gab es ja schon verschiedene Ansätze, ich sage nur mal StaffHub oder Kaizala. Oder wie hieß das andere? Teams und Yammer. Aber wie gesagt, Teams wird dort um einige Funktionen erweitert. 8 neue Funktionen sind angekündigt. Einen Artikel dazu verlinke ich euch. Eins ist, glaube ich, eine ziemlich spannende Sache. Walkie-Talkie. So eine Push-to-Talk-Experience, mit dem ich einen sicheren Kanal habe, um mit jemand anders schnell mal ein wie ein Walkie-Talkie, einfach mal kurz ein paar Voice-Informationen auszutauschen. Kommt demnächst und mehr dazu, wie gesagt, in dem Artikel, der nennt sich hier 8 New Ways to Empower First-Line Front Workers and Transform the Way They Work with Microsoft 365. Artikelchen. So, wo ist mein Laufzettel? Hier. Genau, dann noch ein paar Tipps, kurz und knapp. GDPR Hub, das ist eine neue Webseite, ein Open Wiki, das, wie heißt es schön, Find and Share GDPR Insights Across Europe. Ja, über dieses Thema GDPR, das war ja vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren war das ja das Hype-Thema schlechthin. Da ist es im letzten Jahr, ich sage mal, ein bisschen ruhiger geworden. Ist es doch trotzdem aber einiges passiert. Es gibt mehr Erfahrung damit und dieses Wiki sammelt also nicht nur die Regularien, die es da gibt, sondern versucht auch, sagen wir mal so, Entscheidungen von Gerichten, die schon über bestimmte Verstöße geurteilt haben, zu sammeln. Könnt ihr euch mal anschauen. GDPR Hub nennt sich diese Seite. Interessantes Thema. Und noch ein paar interessante Sachen, die ihr für euch mal anschauen solltet. Habt ihr vermutlich, wie ich auch, zum Jahreswechsel mal aufgeräumt, ne? Dass man mal sagt, so,
jetzt muss man hier aufgeräumt werden. Also ich bin dreimal zum Recyclinghof gefahren. Ich habe, wie gesagt, schon irgendwie 120 Disketten entsorgt. Ich habe, glaube ich, irgendwie auch zwei Kisten CDs, alte CDs entsorgt. Ich habe mich endlich von diesem Schrott getrennt. Das ist sowieso, ich habe eigentlich nur noch irgendwo einen einzigen CD-Reader, der mit USB angebaut ist. Ich weiß, ich habe auch noch irgendwo ein 3,5 Zoll Laufwerk. Muss ich mal suchen. Ein paar Disketten habe ich noch aufgehoben, so als Erinnerung. Aber vermutlich werden die beim nächsten Rausschmiss dann weggehen. Und dann so alte Hefte, Bücher und so weiter. Kräftig aufgeräumt. Ja, es macht wieder Platz für Neues. Vielleicht sollte man auch mal seinen Outlook aufräumen und vielleicht auch mal das E-Mail-Management aufräumen. Und da gibt es einen Ansatz, der ist schon ein bisschen länger da, aber mittlerweile mit vielen Erfahrungen. Die liebe Luise Frese hat ja sich ein Konzept überlegt, wie man seine Mails in Outlook vernünftig organisieren kann, nach bestimmten Kriterien und so weiter und so fort. Und sie hat einen schönen Artikel dazu geschrieben, How to stay organized with your mails in Outlook like a rockstar. Ich habe mir auch schon fest vorgenommen, mit der Luise mal für diesen Podcast demnächst wieder ein Interview zu führen, ein Gespräch, da werden wir vielleicht darüber sprechen. Bis dahin empfehle ich mal einen Blick in diesen in diesen Beitrag, um zu sehen, ob das, was sie mit dem Konzept, was sie dort vorschlägt, mit ein paar Regeln, die sie einbaut, mit ein paar Kategorien und ein paar Ansichten, ob ihr damit vielleicht auch einen besseren Griff, besser eure E-Mails in Griff bekommt. Ja, empfehle ich einfach mal. Link natürlich in den Shownotes. Dann Yammer, auch ein Thema, was ich glaube in diesem Jahr auch nochmal richtig Fahrt aufnehmen will. Zu Ignite hat ja Microsoft vorgestellt, dass sie das alles jetzt neu gemacht haben. Das hat eine neue Infrastruktur bekommen, viel besser auch in Microsoft 365 integriert mit neuen Webparts und so weiter und so fort und so fort. Und die Melissa Rosen hat einen Artikel geschrieben, The New Yammer, What the Changes Mean for Internal Communication. Da wird das nochmal ausführlich dargestellt und gibt euch vielleicht nochmal einen besser detaillierteren Einblick in das Thema, was macht das neue Yammer. Definitiv etwas, was man sich anschauen soll, denn ich sag mal jetzt, Yammer ist nicht tot. Yammer hat eine gute Positionierung mittlerweile im Microsoft-Ökosystem gefunden und wird in diesem Jahr sicherlich auf den Microsoft-Veranstaltungen wieder ganz weit im Vordergrund stehen. So, dann schauen wir mal. Ah ja, auch das habe ich gefunden. Kann man sich leider nicht runterladen, aber Storytelling ist ja so etwas, was ja auch immer in alle Munde ist, wenn man irgendwie Beiträge bauen soll oder macht Storytelling in Vorträgen und so weiter und so fort. Da gibt es ein schönes Digital Storytelling Handbook von Microsoft. Das ist in drei Teile aufgeteilt. Why do corporate storytelling, the art of corporate storytelling and structure mechanics and management. Und da werden wir in diesen einzelnen Kapiteln bestimmte Themen diskutiert, ein paar Ansätze aufgezeigt, Ideen kommuniziert, wie man so ein Storytelling aufbauen kann. Nennt sich, wie gesagt, The Digital Storytelling Handbook. Man kann es sich leider nicht runterladen, nur online anschauen. Wen das interessiert, ich fand ein paar ganz interessante Ideen da drin, sollte sich das mal anschauen. So, lest ihr noch Computerbücher? Wenn ja, dann habe ich hier einen Tipp für euch. Es gibt ein neues Computerbuch, nennt sich SharePoint 2019, das Praxisbuch für Entwickler von Fabian Klein-Ritter und Björn Barnstedt. Die beiden arbeiten bei Amexos und auf deren Webseiten könnt ihr euch auch ein Video anschauen, wo die beiden das Buch vorstellen und auch bis zum 15.02. drei Exemplare verlosen, falls ihr davon mal eins gerne haben möchtet. Über das Vorgängerbuch zum 2016 haben wir übrigens hier im SharePoint-Podcast Nummer 370 berichtet. Also falls jemand die historische Geschichte sich nochmal anhören möchte, Podcast 370 ist ja immer noch online. Ja, und es ist ein Buch, das einfach nochmal komplett zeigt, was man auf SharePoint 2019 als Entwickler praktisch braucht, um darauf Lösungen bauen zu können, Anpassungen machen zu können, Entwicklung machen zu können. Bücher gibt es immer noch. Ja, auch ich habe mir ein Buch bestellt von der Hannah Fry. Da geht es um künstliche Intelligenz. Habe ich neulich einen Vortrag gehört. Dachte mir, das Buch kannst du auch mal lesen. Bin ich mal ganz gespannt. Ich habe es mir bei Medimops bestellt. Keine digitale Version, sondern eine Papierversion. Warum habe ich mir das als Papierversion bestellt?
Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich, weil ich es kann. Gut. Also, wie gesagt, Praxisbuch für Entwickler. Bei Amexos könnt ihr von den beiden Jungs drei Exemplare gewinnen, wenn ihr dort euch in das Gewinnspiel mit einschaltet. Dann gibt es auch nochmal zum kostenlosen Download eine Studie von SensorNet, nennt sich Your Office 365 Journey Secure Every Stage. Das ist ein, ich glaube, 35 Seiten langes White Paper, in dem die drei Phasen von Microsoft 365, von dem Microsoft 365 oder Office 365 Reise mal durchleuchtet werden hinsichtlich ihrer Sicherheitsrisiken und was man dort machen kann. Also bei der Planung des Ganzen, bei der Umsetzung des Ganzen und beim Betrieb des Ganzen. Da gibt es viele Praxistipps da drin. Es gibt Kommentare von MVPs, die einfach mal so ein paar Schlagworte da reingehauen haben, wie zum Beispiel ich oder der Ragnar Heil. Und genau, und das Ergebnis dieser Studie, das kann man sich jetzt kostenlos herunterladen. Link habe ich euch natürlich in die Shownotes gepackt. Und dann habe ich hier noch einen, weil ich finde ja solche Listen immer gut. SharePoint Server 2019 List of All Templates. Wisst ihr eigentlich, welche Templates es mittlerweile in SharePoint Server 2019 gab? Ich war auch völlig überrascht. Das sind nachher, glaube ich, irgendwie, ich gucke mal hier durch, keine Ahnung, in welchen Versionen das rausgekommen ist. Also eine ellenlange Liste, ist ein Technikartikel, verlinke ich euch auch nochmal. So als Sammelobjekt, glaube ich, einfach mal. Ich schmeiß mal alles raus, was ich sage. Ja, und last but not least, hier ist mein letzter Tipp für euch von heute. Das ist eine Artikelserie vom Addis Jugu. Kennt ihr, organisiert ja den Collapse Summit. Und der Addis hat eine vierteilige Serie geschrieben, Managing Microsoft Power Apps on Flow Like a Pro. Da seht ihr schon, dass die Serie etwas schon etwas länger online ist, weil mittlerweile heißt es ja nicht mehr Flow, sondern Automate. Und aber nichtsdestotrotz, die Grundlagen bleiben es natürlich. Und Addis hat sich in vier Teilen wirklich mal ausführlich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Kann ich euch nur empfehlen, dort einen Blick reinzuwerfen, das Ganze zu lesen, wenn es dann für euch von Interesse ist. So, kommen wir zum Gespräch mit dem Uli Boddenberg. Hörer dieses Podcasts kennen ihn. Er bietet seit mehreren Jahren Seminare an, die er als Präsenzseminare in Dortmund durchführt, mehrtägige Seminare zu SharePoint und Office 365. Seit Herbst gibt es auch Remote-Seminare, mehrtägige Seminare, die praktisch remote durchgeführt werden und eintägige Kurzseminare. Das alles findet ihr in der Seminarübersicht auf sharepointsocial.de. Da gibt es auch für diejenigen, die daran teilnehmen wollen, einen Couponcode, mit dem man 10% Rabatt bekommen kann. Das mal vorausgeschickt. Im Gespräch habe ich den Uli befragt, wie seine Seminare im Herbst verlaufen sind und insbesondere, was mich immer interessiert ist, die Teilnehmer, die dorthin kommen, die stehen ja wirklich sozusagen in vorderster Linie. Die müssen ja mit dem Office 365 arbeiten. Was sind denn deren Probleme? Was wird denn häufig diskutiert? Und im Gespräch hat der Uli dann auch noch etwas vorgestellt, nämlich die Consulting Box. Haben wir auch, glaube ich, schon mal hier drüber gesprochen mit ihm. Das ist ein Videoblog-Format, das er immer schon mal starten wollte und jetzt mit der ersten Folge online gebracht hat, in dem er sich dann etwas ausführlicher mit ein paar technischen Themen beschäftigt. Und in der ersten Folge, die online ist und die auch im Shownotes verlinkt wird, geht es um das Thema Data Loss Prevention, also wie schützt man vertrauliche Informationen auf der Microsoft 365-Plattform. Ja, also Ulis Consulting Box. Aber jetzt kommen wir mal zum Gespräch. Uli, was waren denn auf deinen Seminaren in den letzten Monaten die Themen, die drei Themen, die hauptsächlich von deinen Teilnehmern angesprochen wurden? Die Topics, die letztendlich die großen Treiber sind, was die Unternehmen, die letztendlich Office 365 einführen, sich damit beschäftigen, sind auf der einen Seite nach wie vor die gute alte klassische Frage, wie speichere ich intelligent Dokumente? Weil das durch den ganzen Teams-Ansatz, wo natürlich jeder heutzutage dabei ist, nochmal durchaus einen Drive bekommt, weil Teams ja viele Sachen sehr einfach macht. Aber es ist eben so, dass viele Fragestellungen, wie gehe ich vor, wenn ich einen Prozess um das Dokument bekommen möchte? Wie gehe ich vor, wenn ich letztendlich 10.000 Dokumente zum Beispiel habe und nicht nur 20? Dann haben wir das Thema, dass wir da durchaus nochmal richtig tief rein müssen und das Naheliegendste für jeden Anwender und für jeden Lösungsarchitekten ist,
sind das die ersten Fragestellungen oder die ersten Fragestellungen, die zunächst mal aufkommen. Das sind so Dinge, die so ganz offensichtlich erscheinen und auf den ersten Blick kriegst du ja mit der Fragestellung, wie speichere ich Dokumente in SharePoint, was wir seit 15 Jahren machen, im Grunde genommen keinen Hund hinterm Ofen vor, auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick sind das natürlich genau die Sachen, die für die Anwender, für die Benutzer draußen im Felde, die der erste entscheidende Moment sind. Was ich immer auch immer höre, was ich auch immer höre, ist nicht nur das, was speichere ich, sondern auch wo speichere ich es. Nicht diese Verwirrung zu sagen, wann speichere ich was in OneDrive, wann speichere ich was in Teams, wann speichere ich was in SharePoint. Auch da herrscht oftmals viel Unklarheit darüber. Genau, da herrscht zum einen viel Unklarheit darüber und gerade in Richtung auf OneDrive und die Möglichkeiten zu teilen und zu sharen kommen natürlich ganz heftig die Security- und Compliance-Thematiken hoch. Ich möchte aber erst an der Reihenfolge das zweite große Thema einmal nennen. Das zweite große Thema, was also viele umtreibt, ist, wie kriege ich letztendlich ein bisschen mehr Prozesssicht hin? Wie kriege ich mobile Prozesse auch hin? Da kommen wir ganz schnell bei diesem ganzen Power-Plattform-Ding an, also bei dem Power Automate, vormals Flow, bei den Power Apps. Das sind spannende Dinge. Dann interessieren sich viele Kunden, die sich schon ein bisschen damit beschäftigt haben oder die schon lange SharePoint auch machen, für die Fragestellung, wie grenzt sich diese Microsoft-Technologien von Nintex, also Nintex Workflow, Nintex Forms ab. Wo haben die Stärken? Wo sind die identisch? Das kann man ja sehr schön rausarbeiten. Und das ist das, wo die Leute einfach hohe Interessenlage haben, weil auch das Dinge sind, die also absolut naheliegend sind, die zunächst mal absolut naheliegend sind und die man in vielen Fällen auch fast unmittelbar einsetzen kann. Und unmittelbar einsetzt ist natürlich immer das ein großes Thema, weil die Leute aus meinem Seminar rausgehen oder im Endeffekt die Online-Verbindung dann irgendwann mal trennen, wenn es so weiß, und sagen, okay, jetzt müssen wir das, was wir gehört haben, auch einsetzen, daraus was machen, damit in die Anwenderschaft laufen und sehen, dass wir es an den Start kriegen. Nach wie vor haben wir immer das Thema, wie kriege ich die Benutzerakzeptanz hin, dass die Benutzer sagen, hey, das ist total cool und ist viel besser, als es vormals gewesen ist. Das sind natürlich gerade die Sachen, intelligent Dokumente speichern, intelligent auf die Dokumenten oder sonst wie Prozesse durchzuführen. Nicht so nah an den Benutzern, aber ziemlich nah an der Unternehmenswirklichkeit sind die ganzen Dinge rund um Security und Compliance, wo Microsoft ja auch sehr, sehr viel tut und sehr aktiv ist und wo man auch wirklich die Möglichkeit hat, dass man aufregende Dinge eigentlich machen kann, die man on-premise eigentlich nicht tun könnte, wo letztes ist das Office 365, die Cloud-Umgebung, da wirklich also Alleinstellungsmerkmale stark ausspielt. Das ist auch etwas, weil du es gerade ansprichst, etwas, was mir immer auf Veranstaltungen, wenn ich mit Teilnehmern spreche, auffällt, ist, dass man sich gar nicht bewusst ist, was für ein Set an Möglichkeiten der Informations- und Datensicherung mittlerweile Office 365 anbietet. Also ich meine jetzt nicht nur ein Backup, sondern für mich mal so eine schöne Aussage, auf Office 365 sichert man nicht mehr den Zugriff auf Ordner, sondern man sichert die Informationen sozusagen am Punkt, wo sie entsteht oder sie vorhanden ist. Also das einzelne Dokument, die einzelne E-Mail. Und dazu habe ich ja die Möglichkeiten von AIP, DLP. Da gibt es ja diese verschiedenen Abkürzungen. Kannst du mal einen ganz kurzen Überblick geben, was gibt es eigentlich mittlerweile auf Microsoft 365, muss man ja da schon sagen, für Möglichkeiten, Informationen zu schützen und trotzdem miteinander teilen zu können? Das eine Thema mit der Benamung ist, das fällt mir gerade ein, ich werde es wahrscheinlich nie lernen, dass es nicht mehr Office 365, sondern Microsoft 365 heißt. Ich muss mir wahrscheinlich mit künstlicher Intelligenz irgendwie so in den Sprechdatenstrom so einen Austauschsatz bauen. Ja. So, auf deine Frage einzugehen. Es gibt eigentlich im Grunde genommen drei wichtige Aspekte, die ich in diesem ganzen Security- und Compliance-Bereich nennen würde. Das eine ist der eigentliche Schutz der Information, dass ich sage, ich möchte eine Information, egal wie sie aussieht, ob das ein Word-Dokument, ein Excel-Dokument oder ein Acrobat-PDF ist, ich möchte die Information an sich schützen. Und schützen heißt verschlüsseln. Denn ich habe ja immer klassischerweise das Thema, dass man klassischerweise den Ablagerort gesichert hat und wenn das Dokument vom Ablagerort verschwunden ist und irgendjemand in die Hände fällt, der letztendlich irgendwie den nichts angeht oder der damit irgendwelche bösen Dinge tun kann, der kann das Dokument öffnen und darauf zugreifen und es weiter verteilen.
Und es ist eben so, dass ein Bestandteil von dem Azure Information Protection eben halt ist, dass es möglich ist zu sagen, okay, ich möchte generell, dass bestimmte Informationen, zum Beispiel, weil die an einem bestimmten Ablageort liegen oder noch intelligenter, weil die ein bestimmtes Label bekommen haben, das vertraulich heißt, grundsätzlich immer verschlüsselt sind. Dass wenn die bewegt werden, sei es über Exchange, also sei es über E-Mail oder dass die in SharePoint liegen oder dass die irgendwie auf OneDrive liegen, dass die, weil die ein Label haben, verschlüsselt sind. Und diese Verschlüsselung sorgt dafür, das hat ein kleiner Einschub, das hat mit der alten Verschlüsselung, wo ich in Word ein Passwort eingeben konnte, also überhaupt nichts mehr zu tun. Das sind also komplexe, zertifikatbasierte Verfahren, wo letztendlich sichergestellt ist, dass auch mit irgendwelchen Brute Force Attack kann und so weiter und so fort, dass da also schon sehr schwierig ist, an die Informationen dran zu kommen, wenn man also nicht für dieses Dokument speziell vorgesehen ist. Der zweite große Bereich, der vor allen Dingen das Data Loss Prevention bedient, ist die Fragestellung, wie erkenne ich Informationen, die mein Unternehmen nicht verlassen dürfen. Der Klassiker ist zum Beispiel Kreditkartennummern. Bei Kreditkartennummern kann man das schön erklären, das geht aber auch mit vielen anderen Sachen, weil man das sehr genau konfigurieren kann. Man kann mit dem Data Loss Prevention zum Beispiel eine Vorgabe machen, dass Dokumente, die Kreditkartennummern enthalten oder die 3-4 Kreditkartennummern enthalten, nicht mehr nach außen geshared werden können. Das heißt, ich kann die letztendlich nicht mehr also über eine SharePoint-Freigabe holen, ich kann die nicht mehr über eine OneDrive-Freigabe holen und ich kann die letztendlich auch nicht mehr über Exchange raussenden. Und es ist so, dass das Data Loss Prevention also so schlau ist und nicht einfach guckt, aha, da ist eine 16-stellige Zahl, das muss mal eine Kreditkartennummer sein, sondern es geht auch hin, guckt nach, ob eine 16-stellige Zahl wirklich auch mit der Prüfsumme hinkommt. Das ist ja bei Kreditkartennummern auch so der Fall, dass die Prüfsumme passen muss. Und da geht es auch um die Vermeidung von Forward Positives. Und da bin ich also in der Lage, mit dem Data Loss Prevention Informationsmengen zu definieren, wo ich sage, okay, die dürfen mein Unternehmen einfach nicht verlassen oder die müssen also sonst wie geschützt werden. Und das Data Loss Prevention sorgt dann dafür, dass die Informationen gar nicht erst abfließen. Denn es gibt ja immer zwei Strategien oder zwei Gefahrenpunkte. Zum einen ist es eben so, habe ich Informationen, die ich kennzeichne, bei denen ich verhindern muss, dass die abfließen. Und der zweite Punkt ist, ich habe viele Informationen, die nicht gekennzeichnet sein werden. Da muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass die nicht ohne weiteres abfließen. Und das Data Loss Prevention kann sich auch im Teams-Chat angucken, verhindern, dass über im Teams-Chat irgendwelche Kreditkartennummern, Personalnummern verteilt werden. Das kann man sehr fein konfigurieren. Ja, und das Schöne ist, dass man das ja quasi auf Office 365 als Service angeboten bekommen. Nicht? Wenn ich mich erinnere, wie man vor vielen Jahren noch Information Rights Management Server hätte aufbauen müssen und konfigurieren müssen, man hat es heute in der Plattform drin, aktiviert ist und kann es sofort nutzen, ohne dann großtechnisch was konfigurieren zu müssen, sondern ich konfiguriere einfach meine Informationsbausteine, die ich schützen möchte und nutze einfach die vorliegende Plattform. Und das ist einfach als Baustein komplett da. Ja, es ist als Baustein komplett da. Du kannst es vereinfacht gesagt anschalten und loslegen und hast zwei Möglichkeiten, die du außerhalb von Microsoft 365, wenn du das on-premise machst, was für ein mittelständisches Unternehmen, also bis zum Aufkommen von Microsoft 365 mit diesen Funktionen vollkommen ausgeschlossen war, da nur drüber nachzudenken, über solche Ansätze. Eine Sache ist aber auch ganz klar zu sagen, von der technischen Konfiguration ist das alles gar nicht schwierig. Du stellst es ein, fertig. Die Schwierigkeit ist aber, und das sollte man also nicht unterschätzen, und das ist letztendlich auch eine ziemlich große Herausforderung zu überlegen, wie sehen die Informationen, die ich im Unternehmen schützen möchte, aus? Also was muss ich über Data Loss Prevention schützen? Wo könnte Gefahr bestehen, dass irgendwie die Leute sagen, OneDrive ist eine klasse Sache, da kann ich also auch heikle Informationen speichern und teilen, wenn jemand nicht so nett ist oder das Unternehmen, in dem er arbeitet, nicht so mag. Kriegt man also mögliche Gefahrenstellen mit dem Security und Compliance Workset durchaus zu und geschützt, aber man muss sich das genau überlegen.
dann ist es eben so, dass es ein paar Dinge gibt, die man einfach durch Durchklicken hinbekommen kann. Das sind zum Beispiel solche Indikatoren wie IBAN-Nummern oder Kreditkartennummern, Personalausweisnummern. Aber es ist eben so, dass die wenigsten Unternehmen wirklich große Mengen von Kreditkartennummern speichern. Die haben letztendlich Informationen, die schützenswert sind, die ich nicht verlieren möchte, die ich also mit dem Data Loss Prevention behandeln muss, haben die ganz andere Dinge als Kreditkartennummern. Und da geht es darum, dass man sich überlegen muss, wie greife ich diese Informationen. Wir haben ja auch noch einen dritten großen Bereich, das ist dieser ganze Bereich Labeling. Bei den Labeling gibt es also sowohl die Sensitivity Labels, also wo ich Informationen mit dem Label versehe und sage, das ist also vertraulicher Inhalt, neben dem DLP, neben dem Data Loss Prevention. Bei den Labels habe ich auch immer die Möglichkeit, dass ich sagen kann, ich kann als die Anwender den Anwendern die Möglichkeit geben, dass die Labels manuell setzen können oder besser, ich kann die Labels automatisch setzen. Und da ist dann auch die Frage, wie erkenne ich Informationen, wo ich Labels dran setzen muss. Denn man kann sich das leicht vorstellen, wenn ich also ein Verfahren einführe, mir viel Mühe gebe, letztendlich die Prozesse, die Informationssicherheitsprozesse zu designen und sage dann, okay, das einzige Merkmal, wie eine Information als schützenswert gekennzeichnet wird, ist, wenn ein Benutzer auf den Knopf drückt, dann werde ich letztendlich wahrscheinlich vor einem relativ harten Winter bezüglich meines Projektserfolgs stehen, weil die Benutzer eben nichts dringender wollen, Ironie on, als letztendlich Labels zu setzen. Da müssen wir hin, Dinge automatisch zu erkennen. Und da ist also das Microsoft 365 Security und Compliance Zeugs auch schon ziemlich gut. Das kann man konfigurieren und einstellen. Nur man muss sich eben überlegen, nach welchen Kriterien kann ich das erkennen. Und in die ähnliche Richtung gehen die Retention Labels. Retention Labels, mit Retention Labels kennzeichnet man Informationen, wo ich sage, das ist letztendlich irgendwie eine Dokumentation zu einem Projekt in einem sensiblen Bereich, die muss ich einfach aus regulatorischen Gründen 20 Jahre aufheben. Und da hilft mir das Microsoft 365 Zeug dadurch, dass es mich unterstützt, erstens das Retention Label dran zu bekommen. Sei es, dass der Benutzer es manuell setzt oder dass es automatisch gesetzt wird. Und es sorgt einfach dafür, dass diese Information einfach 20 Jahre also aufgehoben wird, nicht gelöscht wird und auch in E-Discovery-Vorgängen. E-Discovery bezeichnet den Vorgang, dass ich sage, ich brauche also zu einem bestimmten Fall, zu einem bestimmten Vorgang alle Informationen, die wir dazu haben. Da gibt es eine E-Discovery-Suche, die kann ich raussuchen und auch sagen, okay, ich kann die alle exportieren oder ich kann die auf Hold setzen und sagen, solange es irgendwie ein Verfahren dazu gibt oder eine Prüfung oder ein Gerichtsverfahren, solange werden die nicht gelöscht, auch wenn die aus der 20-Jahre-Frist rauslaufen. Das heißt, wir haben letztendlich also den eigentlichen Schutz der Dokumente durch AIP, durch Verschlüsselung. Wir haben die Data Loss Prevention, was dafür sorgt, dass Informationen, die ich gekennzeichnet habe oder auch die ich nicht gekennzeichnet habe, einfach nicht abfließen können. Da geht die Plattform einfach dazwischen, wenn sie merkt, okay, da passiert was. Da macht ein Benutzer was, was eigentlich nicht erlaubt ist. Ich habe diese Möglichkeiten, Label zu setzen, automatisiert oder automatisiert oder manuell. Und ich kann letztendlich natürlich auch alles suchen und finden und auf Hold setzen. Und das ist schon ein riesiger Baukasten von Möglichkeiten. Das schreit ja förmlich danach, dass du dich im nächsten Jahr etwas intensiver darum kümmerst, um es mal ganz brutal überleiten zu lassen. Wenn ich das mal zusammenfasse, da ist der Baukasten da. Du hast selber gesagt, ganz einfach, es gibt ein paar Sachen, die man einfach machen kann, aber wenn es dann in die Tiefen geht, dann muss man sich wirklich intensiver damit beschäftigen, wie man eben, sagen wir mal, spezielle Informationen im Unternehmen schützen kann. Aber der Baukasten dazu ist da, man kann ihn verwenden. Und du hast ja, wir haben darüber gesprochen, vorgenommen, im nächsten Jahr mal eine kleine Videoserie zu diesem Thema aufzusetzen. Was wird dann da kommen? Genau, ich möchte eine kleine Videoserie von sehr lösungsorientierten, irgendwie 10-Minuten-Videos machen. Das ganze Ding wird Consulting Box heißen. Ist ja immer gut, den Dingen einen Namen zu geben. Und in der Consulting Box soll es darum gehen, ganz lösungsorientierte einzelne Vorgänge mal vorzustellen. Da geht es eigentlich nicht primär darum zu sagen, das ist Data Loss Prevention zum Beispiel und mit Data Loss Prevention kann ich das und das und das machen, sondern ich möchte das Pferd eigentlich andersrum aufzäumen und also so anfangen und sagen, ich habe den Fall, dass ich vertrauliche Informationen habe.
die vielleicht ein bisschen schwer zu greifen sind im Unternehmen, die ich aber nach bestimmten Regeln beschreiben kann. Und wie gehe ich damit vor, wenn ich diese schützen möchte? Und dann kommt anhand dieses Falls, des konkreten geplanten Falls, kommen dann eine oder mehrere Technologien aus dem Microsoft 365 Baukasten zum Tragen. Und da werde ich dann vorstellen, wie man also mit ein paar einfachen Handgriffen letztendlich hingehen kann und das genannte Ziel umsetzen kann. Ich sehe für so ein Format durchaus Bedarf, weil letztendlich diese Dinge da sind durchaus erklärungsbedürftig, wenn man einfach das Menü im Microsoft 365 anguckt. Dann sieht man ein paar Begriffe, die man einstellen könnte, aber das einfach mal zu sehen, wie macht man es und auch zu sehen, wie sieht das aus, wenn das arbeitet, das glaube ich ist wertvoll und das soll diese kleine Videoserie mit den kleinen Consulting-Box-Videos ganz einfach leisten. Da kann ich dir nur zustimmen. Also man sieht ja auch auf Konferenzen immer Vorträge, die dann zeigen, was sind die einzelnen Features, was ist dort möglich, und ist dann meistens erschlagen, sagt, boah, das ist eine ganze Menge, aber wie mache ich das jetzt in meinem konkreten Fall? Insofern dieses szenarienbasierte Anwenden von den einzelnen Dingen und zu zeigen, in einem konkreten Fall musst du das und das und das und das machen, ich glaube, das ist eine super Sache. Genau, und die ersten Thematiken werden sich also ganz deutlich um das Security- und Compliance-Thema widmen oder dem Security- und Compliance-Thema widmen, weil eigentlich die Erfahrung im Moment zeigt, dass das ein Thema ist, was alle interessiert oder auch alle interessieren muss und sollte, wo man sagt, okay, da gibt es also noch deutlich Nachholbedarf in der Wahrnehmung, dass es da ist, was es kann. Microsoft kommuniziert das zwar an allen Stellen intensiv, dass letztendlich die Cloud eigentlich kein zusätzliches Sicherheitsrisiko ist, sondern dass da Dinge drin sind, die letztendlich die Sicherheit, den Schutz der Daten ganz immens unterstützen. Aber trotz alledem, es gibt da immer, merke ich auch in den Seminaren, das wäre dann die erste Fragestellung, gibt es also viel Unklarheit. Und einfach viel Bedarf, das mal einfach zu sehen und mal zu erleben. Und das soll die Consulting Box leisten. Ja, und das hört man ja immer wieder, dass selbst heute immer noch, dass, nee, also die Cloud-Daten, da weiß ich ja nicht, was mit meinen Daten passiert und so weiter und so fort. Aber wenn man, wie du gerade auch gesagt hast, sich wirklich mal anschaut, was dort mittlerweile für Funktionen da sind, was dann auch in diesen Microsoft-Rechenzentren mittlerweile für einen Aufwand betrieben wird, um die verfügbar zu halten, um die zu sichern, um die gegen Hackerangriffe zu sichern, was aber auch jetzt für dich als Anwender möglich ist, bei der Sicherung der einzelnen Informationen, dann, ich glaube, da bedarf es wirklich noch einiger Aufklärung, um wirklich die Features zu zeigen und dann diese Vorurteile auszuräumen. Super, dann lass mich noch eine letzte Frage stellen, weil ich würde gerne mal auf deine Seminare zurückkommen. Mich interessiert natürlich, du hast ja jetzt im Herbst zum ersten Mal diese Remote-Seminare gemacht. Also normalerweise machst du immer Präsenzseminare, wo die Teilnehmer zu dir ins Hotel kommen und dann 3-4 Tage mit dir über das Thema SharePoint Office 365 sprechen. Jetzt hast du ja mal diese Remote-Seminare gemacht, wo du quasi nur noch einen Tag über Online-Verbindung da bist. Wie läuft das denn? Ja, also zum einen ist es so, es gibt das Consulting-Seminar, was ja ein 4-Tage-Format ist, also auch als Remote-Seminar. Dann haben die Teilnehmer 4 Tage, letztendlich jeden Tag 5,5 Stunden Seminar auf der Online-Plattform. Was eben die 5,5 Stunden Seminar haben, von der zeitlichen Begrenzung hat das den Vorteil, dass man letztendlich davor und danach noch ein bisschen was tun kann und nicht so komplett aus dem Tagesgeschäft raus ist. Das Consulting-Seminar Remote haben wir 2-mal gemacht. Das ist beides Mal sehr gut gelaufen und war auch von dem Teilnehmerfeedback sehr positiv. Das werde ich auf jeden Fall in der Form auch weitermachen. Das ersetzt nicht das Online-Seminar, das Präsenzseminar im Hotel, sondern grenzt das oder beziehungsweise erweitert letztendlich das Format um eine weitere, um die Leute, die letztendlich nicht so lange rauskommen oder um Angebot für Leute, die nicht so lange rauskommen, die einfach sagen, okay, die Informationen daran interessieren mich trotzdem. Das ist ein bisschen kompakter, aber das war also durchaus sehr erfolgreich. Das wird es also auch im nächsten Jahr geben. Und es gibt die zusätzlich, was du angesprochen hast, die eintägigen Online-Seminare, die letztendlich spezielle Themen behandeln. Das ist natürlich auch eine super Sache für Leute, die einfach sagen, okay, ich möchte mich mit einem Thema ganz schwerpunktmäßig beschäftigen. Da gab es letztens die Dokumentmanagement-Thematiken, die Power-Plattform-Thematiken. Und da wird es natürlich auch, weil ich das auch in der Planung habe, wird es also als Abrundung nach oben zu dem Consulting-Box-Format
auch ein Online-Seminar, was ja auf den Security-Bereich geht und einen Tag sehr kompakt ist. Ja, das war der Uli Boddenberg. Ihr seht, viel Erfahrung dabei und die nächsten Seminare, ich gebe euch mal einen kurzen Hinweis auf sharepointsocial.de. Unter Seminare findet ihr mal die komplette Übersicht. Das nächste Präsenzseminar findet vom 24. bis 27.02. in Dortmund statt. Das nächste Remote-Seminar findet statt vom 23.03. bis 26.03. im Netz natürlich. Und dann gibt es noch die Eintageskurse am 4.2. zum Thema intelligentes Dokumentenmanagement, am 11.2. zum Thema Prozesse mit Flow bzw. Automate optimieren, am 18.2. Funktionserweiterung mit Power Apps und am 25.2. Telefonie mit Teams planen und einrichten. Da alle diese Veranstaltungen und Kurse gibt es 10% vom Uli über die Webseite. So, jetzt erreichen wir in diesem Podcast tatsächlich fast die 1-Stunden-Grenze. Ich hoffe, ihr seid trotzdem alle noch mit dabei. Der nächste Podcast kommt bestimmt. Ich freue mich natürlich darüber, wenn ihr mir Feedback gebt. Und kann euch nur sagen, die Links dazu findet ihr auf den Shownotes von sharepointpodcast.de. Und ja, bis zum nächsten Mal. Sagt Tschüss, der Michael Gret. Das war der SharePoint-Podcast. Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de. Auf was? Auf Wiedersehen, ja.